Hallo und herzlich willkommen zu Folge 250 von Xeras Rückkehr. Marco Ja, sieht heute sicher gibt es wieder so ein einer bisschen längere zurecht. Folge, ihr seht's schon. Er Halbe hat Stunde die gibt's heute Arbeit wieder. ja machen. Und da klappern noch ein Niemand bisschen die darf Leute ab. Haben in gegen der die letzten Folge ein göttliche paar Ordnung Quests angenommen. verstoßen. Also in der vorletzten sogar Hey. auch. So mehr oder weniger. Ich habe Diese das nicht krummige werde. Nase Ach sammelt ja, genau, nun alle nachts handelt Pflanzen er von gar der nicht. Ich habe mich gerade Nase, gewundert, warum das das Handelsfenster gar nicht mehr darf da es ist. keinem Hat erziehen. der noch irgendwas Neues zu sagen? Mich braucht Nee. diese Der zwei Kerle können noch immer in der Stadt brabbelt sein nämlich und auch ihr Unwesen treiben. neuen Kram. Ach halt, wo renne ich denn hin? Wir müssen ja zum Wirt, denn der So Koragon stehen wurde das zwar bestohlen nicht und deine das können wir ja so Geschwätze. nicht, das kann ja so Er nicht bleiben, erzählt ne? alles weiter. Sollte die Leute beklauen? Gibt schon 100 Das EP. hätte er doch besser wissen müssen. Weißt du etwas über den Diebstahl bei Ich habe es Koragon? selbst erlebt. Selbst wenn, wieso Genau sollte ich darum dir was sagen? zu fragen. Weil ich dir vielleicht Geld anbieten könnte. Dann würde ich 200 Goldstücke verlangen. Doch auch Geld, oder? Schlimme Zeiten sind das. Hier ist das Gold. Nun Wer erzähl mir, was du weißt. Am Tag des Diebstahls lungerte die ganze Zeit ein Typ namens Hukar vor Koragons Taverne herum. Der sitzt normalerweise aber in Orlans Taverne und besäuft sich. Sehr merkwürdig, oder? Mag sein. Danke für den Tipp. Wenn du mal wieder Informationen brauchst, dann weißt du ja, bei wem du sie bekommst. Ja, aber leider hast du sonst keine Informationen, du Depp. Was ja nicht mal einen Namen hergehört. Hergehört. Nun gut, dann jetzt, wo es hier ein bisschen nächtlicher zugeht, und mal schauen, ob wir da drin irgendwie den guten Lord André beklauen können. Halt, warte, was mache ich denn? Schlägst du den Ring vorbei? Sodele. Das ist der dumme Typ, der die ganze Zeit stehen muss. Ich hasse den. Gida an der Pfosten da. So. Probieren wir doch mal, ob das funktioniert. Da ist nichts drin, das ist ja doof. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gut, das hey. Hat leider nichts gebracht. Und der hat halt nichts zu sagen darüber. Ich will. Und leider haben wir auch kein Kopfgeld für den Verbrecher. Kommt das auch noch irgendwann, dass wir hier irgendwie Verbrecher schlachten können? En masse oder. Oder wie oder was? Ich würde sagen, wir pennen erstmal eine Runde. Sollte allen recht du und dann zeigen, gehen wir nochmal kurz vor die Fostor, reden kurz mit immer in eine Katastrophe. Mit Diego. Warte mal. Aber werden noch nicht mit ihm mitgehen. Guck mal, ein Bürger, den man beklauen kann. Sehr Wer gut. Denn sowas? Und dann werden wir zur Taverne gehen. Da gehen wir ja eh hin, wenn die wir also, ne, nach dem Pennen und dann eine Runde beten. In dem Fall pennen wir aber hier bei der Hanna. Ich wundere es übrigens immer noch, dass Zugriss verschwunden ist und ich da keinen Hinweis für habe. Ja, wenn ich wenigstens eine Quest hätte, hey, der wird vermisst, aber das ist ja nicht der Fall. Sonderbar, sonderbar. Also, auf zu Diego, wir reden nicht mit ihm. Wir lassen ihn stehen. Apropos, hey, kann ich du. Anderen Bürger hier einfach auch beklauen? Oder so? Okay, die hatten wir wahrscheinlich das schon. Liegt doch auf der Hand. Warte die mal. Markt hatten wir die auch schon. Möglich ist hatten wir alles. Auch schon, okay. Gut, dann. Und du hast wirklich nichts das zu sagen, Tom. Doch besser Bezüglich Banditentum, nein, okay, dann halt nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, da ist Diego. Ja, keiner. Aber ich kann ihm einfach aus dem Weg gehen. So steht es. Er hat uns zwar im Visier, aber wir können einfach vorbeirennen. Denn wir müssen Dämonen abschlachten. Was ich übrigens auch nicht vergessen habe, ist, dass da unten noch Assassinen sich irgendwie breit gemacht haben. Ne? Die werden wir wahrscheinlich auch abschlachten müssen, denn denen können wir uns nicht anschließen. Also, wir werden es auch nicht. Da wäre, glaube ich, Voraussetzung gewesen, dass wir uns den Belia-Anhängern anschließen. Ich hasse das. Die liegen einen Millimeter zu hoch und du kannst sie überhaupt nicht tangieren. Also berühren, das ist ja Blödsinn, Scheißdreck.
egal, hinten eier nochmal 2000 DP rum. Das ist nicht übel. Kann man nichts sagen. Vielleicht sogar noch mehr? Hier noch einer. Ne, okay. Vielleicht ist auch der Kauz da drin in der Höhle vielleicht relevant, wer weiß. Heute in dieser Spezialfolge werden wir quasi ein bisschen wieder die Gegend erkunden. Denn. Hey, verschwinde! Okay, dann hau ich ab. Denn, ja, wir müssen Vino suchen. Wir suchen eigentlich auch den Goldenen Kompass. Wir müssen zu Orlans Taverne. Ist ein bisschen was vor uns. Jetzt, wie gesagt, erstmal. Wie hieß denn das? Also, was ist wo in der Nähe von wann? Osttor? Vielleicht sollte ich mal mit seinem. Okay, und der hat gesagt, im großen Wald eine Brennerei eingerichtet in der Nähe eines Steinkreises. Ja, gehen wir einfach mal hin. Also, ich gehe mal davon aus, dass der hier oben gemeint ist. Hätten notfalls auch nochmal zu Arkis Hof gehen können, aber ich wüsste nicht, dass die uns da irgendwie helfen könnten. Dann müssen wir eigentlich noch zu Xardas, denn der Randolph. Ist schon halb infernalisch. Da müssen wir aufpassen, dass der da nicht ganz verwandelt wird. Sonst müssen wir ihn umbringen. Aber das machen wir dann wann anders. Denn wie gesagt, es eilt nicht. Eigentlich müssen wir ja wo ganz anders hin. Eigentlich müssen wir ja nach Jarkinda. Das heißt, ins Miental werden wir gehen, wenn wir hier einigermaßen unsere Ruhe haben. Und dann, sobald wir dann alles erledigt haben, wird es dann nach Jarkinda gehen. Ich habe hier die Armbrust schon wieder am Anschlag, denn man weiß ja nie, was auf uns zukommt. Übrigens war doch... Da liegt jemand. Wow. Ich dachte, die wären da in der Höhle. Zu holen. Das war jetzt irgendwie äußerst unspektakulär, muss ich gestehen. Okay, da liegt ein Dieb im Sumpf und der hat den einfach dabei. Ich dachte irgendwie, das wären ein paar Diebe in der Höhle, die den nicht so ganz freiwillig rausrücken, aber... Komisch. Vor allem irgendwo hier, oder habe ich den Zombie mit Namen doch irgendwann umgebracht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann sein, dass ich den auch abgeschlachtet habe. Da war mal irgendwo ein Zombie mit Namen und ich dachte mir, ui, der hat einen Namen, ich lasse ihn mal lieber am Leben. Kann aber auch gut sein, dass ich mich dann doch oben entschieden habe. Jetzt wird die Luft hier wieder ranzig. Man sieht nicht mehr so weit. Schön mit der Armbrust im Anschlag. Falls irgendwo ein Gegner sein sollte oder ein NPC. Damit wir ja nichts übersehen. Also hier im großen, dichten Wald werden wir bestimmt irgendwas übersehen, aber... Jetzt nichts Relevantes. Davon sollte ja eigentlich gar nicht so viel sein. Gut, man könnte vielleicht eine Drachenwurzel oder so übersehen, aber das wäre ja nur ein halber Weltuntergang. So, jetzt sind wir erneut hier. Hier waren wir ja schon des Öfteren. Jetzt steht der Typ hier unten. Vielleicht können wir jetzt mit dem da reineiern. Hey, was machst du hier? Also. Ich will dich warnen, lieber nicht hier weiter hineinzugehen. Ich habe keine Lust, auch noch dich da rauszuholen. Was meinst du? Ich meine die garstigen Spinnenviecher, die unter der Türe in die Brennerei gelangen. Vino kann von Glück reden, dass ich ihn habe schreien hören, sonst wäre er als Mittagshalten für die widerlichen Biester geendet. Ich habe ihn bewusstlos hier liegen gefunden und ihn in mein Lager gebracht. Scheint einige Risse abbekommen zu haben, aber er wird sich wieder erholen. Also, denk lieber gut darüber nach, ob du dich da hineinbegeben möchtest. Okay, interessant. Ich meine, die Quest ist wahrscheinlich aktualisiert, ne?
jetzt immer bald wieder erholen. Reden wir doch mal direkt mit dem. Ich sag dir dann auch, dass wir die Spinnen töten sollen. Das können wir auch machen. Sind ja etwas, zumindest ein wenig Giftresistenz. Ob die Giftresistenz ausreicht, weiß ich nicht. Werden wir gleich ausprobieren. Na, wie geht's? Erstmal beklauen. Hast du verdient. Firma Unkraut, leck mich am Arsch. Hier steckst du also. Was ist los? Was los ist? Mich hätte es beinahe erwischt. Nur Nando verdanke ich es, dass ich noch lebe. Er hat mich aus der Höhle gezogen, als mir die Sinne schwanden. Was genau ist denn geschehen? Diese abscheulichen Biester, ich hätte nicht so neugierig sein sollen und die Fässer dort stehen lassen, wo sie waren. Aber als ich diese Geräusche bei der Türe hörte, stellte ich sie beiseite, um mit dem Ohr an der Türe zu lauschen. Und als ich wieder nach unten blickte, da hingen diese grässlichen Viecher an meinen Beinen, und danach wurde es schwarz um mich. Ja, klingt nicht so schön. Aber wie geht es ihr denn jetzt? Auf dem Hof vermissen sie dich schon? Eigentlich fühle ich mich schon ziemlich erholt, aber zurück zum Hof kann ich trotzdem nicht. Bei der Plattform unten krabbeln noch unzählige von diesen ekligen Spinnenbiestern. Solange die dort sind, setze ich keinen Fuß in die Höhle. Jo, dann werden wir das wohl übernehmen für dich. Ich hoffe, die bringen mich nicht um. Hey! Nein, dort uns noch keine Tipps ansetzt zu geben oder so, okay. Ist eigentlich, kommt mir so vor, da sind die Teleporter waren davor noch nicht aktiv, oder? Von denen hatte der jetzt wirklich. Was für ein Trottel. Können wir die eigentlich ausnehmen? Haben die was da? Tatsache. Spinnenzangen. Über einen minimalen Wert. Na dann schlachten wir mal weiter. Heilige. Was hat es denn hier auf sich mit? Das ist ja geisteskrank. Hab ich hier gerade einfach zertreten. Ist ja interessant, okay. Müssten alle gewesen sein. Oh ja, ist Wacholder. Ich glaube, ich kenne unseren Nichts Dieb. Zu holen. Mist, wieder von vorn. Hier immer nach links. Oder einmal nach rechts. Oh, 53 Gold. Gut, das ist jetzt kein Restwacholder, aber immerhin ist hier ein bisschen. Also hier ist schon einiges an Wacholder. Das könnte ja wirklich unser Verdächtiger sein. Das gucken wir jetzt gerade irgendwie so vor. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Könnte natürlich auch ein Zufall sein. Ja, auch ganz interessant aus hier. Der Apparat. Ich frage mich nur, was es da hinten mit auf sich hatte. Mit dieser Tür. Da ist nichts zu holen. Also die kleinen Spielviecher bei der Plattform sind beseitigt. Ich gehe mal noch nicht rein, können wir ja gleich. Eilt ja nicht. Da ist nichts zu holen. Ich muss sagen, das ist alles produktiver, als ich mir vorgestellt hatte. Wir haben Bino wieder gefunden. Wir haben den Golden Kompass dabei. Das ging recht schnell alles. Ich dachte, wir werden irgendwie die ganze Folge allein für den Golden Kompass brauchen, bis ich ihn gefunden habe, aber naja. Die Plattform ist sicher. Wirklich? Keine von diesen garstigen Biestern mehr da? Na schön, ich werde mal einen Blick riskieren, ob es auch wirklich ungefährlich ist. Oh, dann geh mal runter, ich bin direkt hinter dir. Ich gehe mal davon aus, dass die Quest noch nicht vorbei ist, ne? Sonst wäre sie ja fertig. Und das ist nicht der Fall. Gut, wir müssen wahrscheinlich am Ende Lobart Bescheid geben, dass der Kerl noch am Leben ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es weiter da reingeht. Und wir dann vielleicht den Ursprung der ganzen Spinnen noch irgendwie aufklären müssen. Warum bist du denn jetzt... war das ein Versehen?
Hier ist doch sein Labor. Bin ich vollends irritiert. Ach du Heilige, was geht denn jetzt ab? Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Da habe ich irgendeinen riesigen Stollen entdeckt. Mit Riesenspinnen drin. Ach du Heilige. Ach ja, komm, dann trifft er mich von da. Ist da unten eine Riesenspinne? Dem scheint so. Also nochmal zum Mitschreiben, wo bin ich hier gelandet? Nichts zu holen. Warum ist wie nur durch den Teleporter gelaufen? Nichts zu holen. Das Labor war doch genau. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Auf der anderen Seite, wo bin ich hier schon wieder? Ich wollte doch nur gucken, was hier drin ist. Ein riesiges Spinnennest. Wieso passiert sowas immer mir? Nichts zu plündern. Was ist denn das da? Ist ja nur eine Spinne. Etwas größere halt. Oh, Spinnenkönigin. Na, wie geht's? Abgang. Da ist nichts zu holen. Du hässliches nichts Ding. Nichts zu holen. Schlachten wir ein paar Spinnen. Warum nicht? Letztes Mal weiß ich, ist hier noch gar nicht viel zu holen. Ich dachte irgendwie, vielleicht haben die ja ein paar Schätze oder so. Also, oder zumindest ein paar Typen oder Viecher geschlachtet, die was wert sind. Aber naja, nein, anscheinend nicht. So, schlachten wir mal ein paar Spinnen. Sind ja eh keine Gegner. Ich bin Minecrawler gewohnt. Die sind etwas gefährlicher. Übrigens sind die bis jetzt auch überhaupt nicht giftig. Also, auch die ganz Großen nicht. Gut, der Vino ist jetzt halt auch nicht so ein Kandidat dafür, dass der viel aushält. Der ist wahrscheinlich allein durchs... Oh, hat Steinpilze. Der ist wahrscheinlich allein umgekippt, weil er die Dinger gesehen hat. Also die kleinen Spinnen. So, wir haben ja doch noch ein paar Pilze immerhin. Das hier keine reiche Sau oder so. Ne, nur irgendwelche Scavenger-Keiler und arme Typen wahrscheinlich. Also die sogar doppelt arm sind. Zum einen hatten sie keinen haben gut bei sich, zum anderen wurden sie auch noch von den Spinnen verschluckt. So, ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich da rein bin. Nichts zu holen. Ich meine, auf der anderen Seite hätte es mir ja, wenn es mir verwehrt werden sollte, wäre die Tür wahrscheinlich auch noch zu gewesen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es in Ordnung war, dass ich die hier alle abgeschlachtet habe. Und falls Vino mich fragt, die Spinnen... Aua, ich wollte hier nicht runterfallen. Falls einer fragt, hoffe ich, dass ich sagen kann, dass die Spinnenkönigin tot ist und da keine Gefahr mehr von ausgeht. Also in der Folge geht es wieder drunter und drüber. Das kann man so festhalten. Jetzt wieder alles auf einmal los. Und davon auch noch zu viel. Nur irgendwo Steinpilze. Vielleicht ein bisschen, ein paar. So, hier wird alles kurz und klein geschlagen. Also noch ein paar Pilze, sehr gut. Nehmen wir direkt mit. Ein paar Spinnen gibt es zwar noch, denn ich bin jetzt wieder direkt in den Gang mit dem Boss und der großen Halle. Und natürlich gibt es auch einen anderen Gang, den man vielleicht hätte als erstes durchlaufen sollen, aber egal. Hier ist nur eine kleine Spinne drin, oder was? Irgendwo Pilze. Wertvolle Pilze. Wertvolle Pilze. So, alle mitnehmen, alle. Alle. Alle müssen wir mitnehmen. So, und weiter runter. Da gibt es ab und an noch Spinnen. Auf der anderen Seite sieht jetzt der Gang doch nicht so aus, als wäre es der Hauptgang gewesen. Also, ne, der führt schon irgendwie sehr weit hier nach unten. Was soll denn das? Warum ist da ein Loch?
Oh, okay, das ist gar nicht so tief, wie ich dachte. Kann man da sich runterfallen lassen oder so? Oder soll man das? Oder macht das überhaupt Sinn? Okay. Ja, da habe ich irgendwie wirklich gedacht, ich falle runter und krepier. Das ist wohl dann doch nicht eingetreten. Aber wo führt der Gang hin? Die Spinnenkönigin ist doch tot. Mit der großen Halle, die gut beleuchtet war, die nach Bosskampf ausgesehen hatte. Also so Semi-Bosskampf, ich meine, ne, wie gesagt. Gab ja auch nur 500 EP. Ich darf erinnern, dass wir die ganze Zeit Dämonen schlachten, die mehr EP geben und auch sehr viel stärker sind. Wobei, die hätten mehr ausgehalten. Aber die Dämonen machen mehr Schaden. Aber wo führt dieser Gang hin? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, dass es mit der Helligkeit auch geht. Ich weiß, es ist zu manchen Teilen sehr dunkel, aber zum anderen ist es auch relativ hell, wie hier. Der Gang hört irgendwie gar nicht auf. Wir sammeln viel Pilze, aber und ein bisschen EP, aber mehr Vorteile kann ich jetzt nicht erkennen. Wo bin ich jetzt? Ich nehme alles zurück. Ich nehme absolut alles zurück. Die Spinnenkönigin, das war nur so ein kleiner Gang. So ein ganz kleiner. Wo zur Hölle bin ich? Was ist das? Was habt ihr gemacht? Was ist hier unter Kurinis? Wo führt der Gang wieder hin? Wohin hier? War nur irgendein Abenteurer, der ein bisschen weniger Glück hat als ich. Ach du heilige Scheiße. Da scheint irgendwo was zu sein. Warte mal, da geht's doch hoch, oder? Tatsache. Tatsache. Wo bin ich jetzt wieder? Okay. Nette Geräuschkulisse. Das klingt nach Tod. Wo sind die Fackeln, verdammt nochmal? Bin ich bescheuert? Wo sind die Fackeln? Passen wir überhaupt durch? Ja, okay. Also, warum passiert das eigentlich bei jeder Spezialfolge irgendwie? Und das auch noch, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt so forcieren würde, dass wir jetzt irgendwas Spannendes finden. Ja, jedes Mal vor so einer Folge mache ich mir Gedanken, oh verdammt, wie kriege ich die Zeit rum? Das wird doch eh wieder nichts oder das wird langweilig oder... Ne, aber ich bin wieder komplett überfordert. Was? Wo? Hä? Bin ich denn jetzt schon wieder? Es ist sehr hell, immerhin das. Kristallcrawler. Ich bin maßlos überfordert. Das kann mein Kopf nicht verarbeiten, was ich hier wieder alles finde. Es war doch nur eine kleine Höhle. Gut, die hätte ein bisschen größer dann sein können, ja. Spinnenkönigin, okay. Aber was ist denn hier los? Auf der anderen Seite werden wir nie wieder Bergkristall brauchen. Aber was, wie und warum? Was ist hier los? Kristallcrawler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir werden hier nicht fertig. Also nochmal ein sehr schönes großes Lob an die Macher. Das ist ja Wahnsinn, was ihr gemacht habt. Also auch die Ergänzung für die schon vorhandenen Welten. Das ist der absolute Wahnsinn. Kristallcrawler. Sonst ist ja gar nichts oder was? Steinpilze und 4-5 Kristallcrawler. Und sonst nix. Nirgendwo eine Kristallcrawler-Königin oder sowas. Kein Weg, der nach oben führt.
Einfach nur so mir nichts, dir nichts. Nichts zu holen. Oh ja, wenn du da lang gehst und dich durchquetschst, dann bist du halt ein Kristall vorkommen mit ein paar Gegnern. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Warte mal, wo zur Hölle bin ich denn überhaupt? Ich kann nach oben gucken. Wo bin ich? Karte, hilf mir. Natürlich werde ich nicht drauf angezeigt. Was machen wir irgendwo in den Bergen? Tut mir leid, dass meine Neugierde da jetzt etwas überwiegt, aber ich will da mal kurz hochfliegen mit F8. Aber nur, weil ich wissen will, wo wir hier sind. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen verkorkst aus. So. Wo bin ich hier? Das ist Tatsache am Rand von der Karte, ne? Das ist hier quasi der ganz normale Standardwald, den man so kennt. Oder? Oder doch nicht? Da ist ein Waage. Ich lade eh gleich neu, deswegen ich greife die jetzt auch nicht an. Außer die töten mich. Ich bleib jetzt hängen. Nein, du tötest mich nicht. Ich will doch gucken, wo ich bin. Aber ja, das ist hier... Ja, doch, das ist ja... Das ist quasi so ein Berg. Vielleicht kann ich den gleich auch irgendwie mal kurz ausfindig machen auf der Karte. Ich glaube, das ist der Berg, den seht ihr vielleicht. Das ist quasi über Arkils Hof. Da sind so ein paar Hügel-Berg-Dinger. Und da müssten wir sein. Das ist ja interessant. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt brauche ich wieder eine Fackel. Das war übrigens nur ein Nebengang. Ein Nebengang von diesem riesigen Ding in der Mitte. Das ist unfassbar. Ich wollte doch eigentlich nur ein paar Nebenquests machen. Wo bin ich? Und wo sind die Fackeln? Wo sind jetzt meine Fackeln wieder hin? Ich werde noch verrückt hier. Da sind sie doch. Okay, Kristallcrawler. Und gruselige Geräuschkulisse. Ich dachte erst, da passt man gar nicht durch. Ne? Das war einfach nur so, komm mal gucken, vielleicht klappt's ja. Und siehe da, Kristallcrawler. Nur hier dachte ich, kommst du gar nicht durch. Da muss man sich aber auch durchdrücken. Und ein alter Steinpilz. Und noch zwei weitere. Bin ich natürlich irgendwie nochmal versucht, da drüben nachzuschauen, ob ich auch alles gut. Was ist hier, bitte? Was ist das hier? Ach du heilige Scheiße. Geht's hier vielleicht auch noch irgendwo seitlich hoch oder so? Jetzt bin ich halt versucht, hier nochmal nachzuschauen, ne? Ist ja klar. Versteht sich hoffentlich von selbst. Gut, hier ist aber kein. Ja, nee, hier ist kein Gang. Kein Gang, der irgendwo hinführen könnte. Okay, jetzt muss ich mir ganz kurz sammeln, denn die Folge ist so gut wie rum. Tatsächlich haben wir einiges erreicht und geschafft und gemacht. Wir haben Vino gefunden, die Quest auch beendet, obwohl er durch einen Teleporter gelaufen ist. Das sollte er, glaube ich, eigentlich nicht tun. Aber er hat es trotzdem gemacht. Wir haben den goldenen Kompass gefunden. Der lag bei der ersten Leiche, die im Wald zu finden war. Das war auch irgendwie ein bisschen seltsam. Aber egal. Vielleicht erklärt sich früher oder später auch noch, oder wird erklärt, warum der Dieb denn tot ist, den man da auffindet. Wenn er einfach nur im Moor krepiert, wäre das irgendwie ein bisschen peinlich. So, aber hier geht's nicht mehr. Okay, ich dachte, das geht einmal rundherum. Egal, gut, dann müssen wir dann natürlich nochmal ganz kurz runterkrabbeln, wenn das denn geht. Runterklettern. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier schon fertig ist, was hier geplant wurde. Es wirkt nicht so ganz fertig. Uff, das war knapp. Ja, vor allem, weil hier auch gar keine Leiter ist. Oh, aber naja gut, man kann auch zivilisiert an der Seite runterlaufen. Das hatte ich gar nicht entdeckt. Das ist, na egal. So kann man natürlich auch nach unten.
sogar hier vergleichsweise hell hier drin. Also das ist... Auf jeden Fall, ja, wir haben den goldenen Kompass, das haben wir erledigt. Wir haben Vino gefunden. Und wir haben das hier gefunden. Ich bin mit der Ausbeute dieser Folge eigentlich ziemlich zufrieden. Schlachten wir noch ein paar Spinnen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal anschauen, was wir zu finden haben. Eigentlich müssen wir noch Koragons Wacholder finden. Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verdrängt. Ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwie früher oder später noch eine Stätte des Bösen sein soll. Da unten sind auch Ruinen. Ach du heilige Scheiße. Hier geht's auf jeden Fall runter. Geht's da hinten auch noch runter? Ne, okay, dann geht's wirklich hier runter. Wir werden uns in der nächsten Folge mal anschauen, was wir hier finden können. Es sieht sehr interessant aus. Das ist ja der Wahnsinn. Bin ich echt mal gespannt, was wir hier finden werden. Und da werden wir uns natürlich auch noch um den gestohlenen Wacholder kümmern, bevor wir dann nach Relendl marschieren und ins Minental und so weiter. Also Xeris rückt wieder in die weite Ferne. Denn wir müssen erstmal das erledigen, was uns Kapitel 3 so in die Fresse schmeißt. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir da unten finden werden. Dann werden wir sehen, was es da zu holen gibt. Ob da der Tod auf uns lauert. Oder ob da irgendein Schwarzmagier haust. Oder ob es einfach nur Ruinen sind und wir ein bisschen Beute klar machen können. Das werden wir dann sehen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.